Mein Junge, mein Junge, frisch gebadet. Jetzt, ja, jetzt machen wir schöne Frisur. Ja. Mein Kerlchen. Und? Warten. So, hallo Freunde. Heute hier ist Pascha. Gestern Pascha war frisch gebadet, richtig gekämmt und heute werden wir eine schöne Frisur machen. Für Pomeranien-Frisur auch es gibt Mode, aber heute bleiben wir altmodisch. Pascha hat so schönes Fell und in so gute Struktur. Gestern habe ich neues Shampoo probieren und hat mir so gefallen. Schau, wie fluffy, wie schaut Fell aus in solchen Zustand. Das ist ein Traum. Schau. So. Und mir ist schade, frisieren den Fell. Und heute lasse ich максимальная Länge. Nur Kleinigkeiten, nur machen wir Form heute. Das geht ganz schnell. Wir frisieren Pfötchen. Bisschen Popo. Ja. Und natürlich muss man Krallen schneiden. Das ist auch wichtig. Und wir haben mit Pascha speziell wachsen gelassen Krallen und im Video kann man richtig sehen, wie machen wir das, wie schneiden wir, wie abkürzen. So, jetzt Pascha hat keine Knoten und schau, kam ganz frei, geht durch von Kopf bis Schwänzchen, ganz Rücken, Bauch, überall. Опа, ах. Э, чё, мой мальчик? Мой герлхен. Мой герлхен. Ну, бисхен, эр хат ангст, вэль Паша из Тюберхаупт у нас. Бай унс, фаинклинг. Их шпрехе ауф мишим шпрахе. Манш майн русиш, манш майн дойч. Унт. Манш майн мит ме ауф пассир дас. Ich rede mit jemandem auf Russisch und plötzlich beginne Deutsch reden. Und ich merke schon nicht. Jetzt nehme ich als erstes Manikürschere und werden wir schöne Katzenpfötchen machen. Pascha, gib 5. So. Was muss ich sagen? Ich bin kein professioneller Groomer. Und jetzt ich zeige, wie ich frisiere Kunden für uns, für zu Hause. Das ist nicht für Show. Für Show es gibt professionelle Groomer. So, das ist nur hygienisch und natürlich auch Schönheit. So, jetzt nehme ich Filierschere und ein bisschen noch. So. Jetzt zeige ich nur Prinzip, wie und was muss man machen. Und bevor filmen, Pascha schon war gut gekämmt.
Und ein wichtiges Prinzip, man darf nicht ganz trockenes Fell kämmen. Dazu muss man immer was Flüssiges nehmen. Hier im Prinzip schon in diesem Fläschchen nur Wasser. Früher, das war meine Kosmetik für Haare. Jetzt schon gibt es kein mehr und ich einfach Wasser genommen. So, bisschen sprühen. Und dann kann man kämmen. So, Pfötchen habe ich schon gezeigt. Jetzt zeige ich, was machen wir mit Öhrchen. Hier ist wichtig, Hund nicht verletzen. Muss man fixieren mit Daumen, so, wo schon beginnt Haut. Hier ist Haaren und dann unten schon Ohren und Haut. So, ganz akkurat mit Juwelierschere. Für was machen wir das? Pomeranien optisch haben keine Haare und keine Ohren. Und Ohren müssen sich verstecken unter den Haaren. Hier muss man sehr vorsichtig sein. Wo sind Ohren? Ein Ohrchen ist schon versteckt. Jetzt verstecken wir zweiten. So, wieder. Ich spüre. Ja, hier ist Ohren, das ist Haaren. Haaren schneiden wir weg. Ich weiß nicht, wie lang es fällt. Ich interessiere mich auch, muss man einfach messen. Aber ich denke, ungefähr 12 cm oder so hat der Fell lang. Mein Bärchen, mein Bärchen. Hopp, stehen. So, weiter mit Pfoten. Wir haben Katzenpfoten schon gemacht. So, zum Vergleich. Das ist noch nicht frisiert. Und das ist frisierte Pfoten. Und so, unten auch machen wir Haare weg. Jetzt, hier auch diese Fell muss man ein bisschen frisieren und akkurater machen. Das ist auch nicht kompliziert. Abkämmen. So, und auf Linie, wie es geht, einfach nehmen, so in eine Linie und so. Тори из какого? Тори из зо ауфюзюхтик. Мама, вас мазду. Вас мазду, мама. Лас паша ним мих. Неми мих. Неми мих. Их бин бесо. Тори. So, jetzt werden wir Krallen schneiden. Solche Schere habe ich. Die sind scharf. Für Hund, das ist nicht tut weh. Aber trotzdem, Pascha mag das nicht. Also, Hund nicht zu verletzen. So, so lange Kralle. Solche Maniküre haben wir jetzt. Hund nicht zu verletzen, muss man so festhalten, Krallen. Das ist gar nicht tut weh. Gar nicht tut weh. Und er einfach hat Angst. Er mag das nicht. Jo. Jo, mein Kürchen. Das ist nur Charakter.
So, und ein Pfötchen ist schon komplett fertig. Und so, jetzt machen wir schöner, akkurater Schwänzchen. So. Natürlich, nicht jeder Hund ist so reich, so wie unser Pascha. Hier, ich denke, mindestens 20 cm, 25, so. Gerade ist Kopf. Im Prinzip, Pascha hat ideale, schöne Pomeranien-Proportion. Ist quadratisch, praktisch, gut, wie Rittersport. So muss sein. Schwanz ist Kopf. So. Und Körper ist quadratisch. Gerade so wie unsere Pascha. Körper zu kurz. Hals hoch, Kopf hoch, Schwanz auf dem Kopf liegt. Gestern habe ich den ganzen Tag, halben Tag bis Spätabend Hunden gewaschen und heute nicht ausgeschlafen und rede ein bisschen komisch, weil Hunde schon bewegt sich nicht. Heute wir sind morgen früh aufgestanden, um zu filmen. So, hier muss man eine schöne gerade Linie machen. Unten. Habe ich Pascha frisiert kurz und ich zeige euch Foto, wie er hat ausgeschaut. Das steht ihm auch gut, hübsch, aber wie gesagt, mir ist schade heute kurz frisieren. Oh, ich habe gestern ein Knotchen verpasst, das ist gut, jetzt gerade zeige ich, wie kann man wegmachen. So, Knoten ist gefunden. Das ist altes Fell. Ja, ich bin schon weg, aber nicht richtig rausgekannt. Dann geht es nicht. Dann machen wir so einfach. Nicht so abschneiden, aber so. Und ziehen. Weg. Fertig. Wenn ihr habt Interesse, wie ich pflege den Hund, ich habe schon genug Videos gemacht habe und unter dieses Video gibt es Link, kann man anschauen. Pflege ist sehr wichtig, weil wir lieben unsere Pomeranien wegen ihrem Charakter. Und natürlich Schönheit. Das ist wichtig. Das ist Rassebegleiter. Und unsere Begleiter müssen uns charakterlich passen. Und natürlich uns komplimentieren in Gesellschaft. Muss man schön sein, gut gepflegt, mit
schönes Fell. Gut riechen, das ist auch wichtig. Darum muss man und regelmäßig baden. Wir sind mit Pascha fertig. Jetzt er hat akkurate Frisur. So, Pascha dreht sich um. Na, richtig. Pfotchen. Akkurat. Popo akkurat. Schwänzchen. So. Und was will ich noch sagen? Natürlich besser Hund pflegen und frisieren zu zweit. Einer halt und zweiter frisiert, weil ist zu schwer, Hund fixieren. Pascha ist ruhig, aber nicht alle sind so ruhig, so wie Pascha ist. Und wenn Hund springt runter vom Tisch, auf den Tisch oder fällt hin, das ist schon sehr gefährlich. Das ist das Erste. Zweite. Ich will meine Werkzeuge zeigen. Natürlich, die müssen hochwertig sein, scharf. Ich habe 4 verschiedene Scheren. Wo ist noch eine? Also, Manikürschere habe ich für Pfotchen. Filierschere habe ich für Ohrchen und einfach Fellkleid gleichmäßig zu machen. Und um Haare zu schneiden, habe ich solche große. Das ist bequem, weil kann man so entlang richtige Linie machen. Aber es gibt auch verschiedene Schere. Es gibt billige, die Haare kaumen. Nicht schneiden, aber kaumen. Das ist schlecht. So, und das ist aus japanischer Stahl, habe ich noch eine Schere. So, im Prinzip, das ist 2 Hauptscheren. Die große und die immer kleiner. Bevor Hund frisieren, muss man richtig rauskämmen. Um professionelle Frisur zu machen, muss man entweder lernen selber oder... Also, ich denke, Hausfrisur schafft jeder Besitzer selber. Hier ist nichts Kompliziertes. Aber für Show muss man natürlich zum professionellen Hundefriseur gehen. Der spezialisiert sich auf Pomeranien. Und in Europa das ist nicht so einfach. Nicht einfach finden. Und bevor zum Friseur gehen, muss man Bewertung lesen. Und schon meine Besitzer haben mir oft gemeldet, dass, oh mein Gott, wir waren bei Hundefriseur und Hund war zu kurz geschoren. Ja, viele einfach nehmen Maschine und ganz einfach Hund gleichmäßig wurde frisiert. Aber ich habe schon viele Mal auch gesagt, dass Spezifika unserer Rasse in dem, dass Pomeranien haben doppelte Wolle. Unterwolle und Deckhaare. Und Unterwolle, die machen Hund so fluffig. Man darf nicht frisieren, man darf nicht mit Schere anfassen. Entweder Hund kann Fellkleid verlieren. Und wir haben maximal Paschas Fellkleid behalten. Nicht jeder Pomeranien hat so lange Haare. Aber im Prinzip, was gefällt mir in seinen Haaren, dass er ist so fluffig, aber nicht kompliziert für Pflege. Ganz einfach rauskämmen kann man. Und Pascha noch ruhig. Lässig kämmen. Ich denke jetzt vielleicht noch ein bisschen. Immer gibt's was verbessern möglich.
aber bei uns in Russland sagen das Beste ist fein, denn Gutes oder der Gutes. Deutsche Grammatik ist mein Problem. So, wir sind mit Pflege fertig. Паша fühlt sich wohl. Wieder hübsch geworden. Bald gehen wir spazieren. Und wenn das Video euch gefallen hat, schreibt ihr Kommentare. Ich freue mich über eure Kommentare und auch über eure Vorschläge für nächstes Video. Ihr könnt auch meine andere Pflegevideo anschauen. Ich zeige, wie ich Hunde bade, wie käme. Link gibt's dabei. Kann man sofort schauen. Und Pascha jetzt bekommt seine Leckerchen und geht spazieren. Tschüss! Kuschka, Pauschka!